Zuschauerinnen und Zuschauer, ein herzliches Willkommen hier aus der Schlosskirche in Bodelschwingen. Mit dieser digitalen Andacht zu Weihnachten möchten wir ein Zeichen der Ökumene setzen. Wir feiern heute Weihnachten, das Fest der Geburt Jesu. Gott wird Mensch in einem kleinen Kind in der Krippe. Dieser menschgewordene Gott ist nun hier in unserer Mitte. Ihn grüßen wir und beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wir beten: Gott, im Stern von Bethlehem leuchtest du uns entgegen. Du wirst Mensch mitten unter uns. Du kommst uns ganz nahe in dem Kind in der Krippe. Du bist auf der Seite der Kleinen. Du schenkst uns deinen Sohn. Dafür danken wir dir. Amen. Wir hören die Weihnachtsbotschaft aus dem Lukasevangelium. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich verkünde euch eine große Freude, sagt der Engel im Weihnachtsevangelium zu den Hirten. In den letzten Wochen konnte ich ganz oft Freude bei Menschen entdecken. Endlich wieder etwas Normalität, endlich wieder Leute treffen. Vom Seniorennachmittag mit Kaffee und Kuchen bis hin zu den Gruppenstunden der Kinder- und Jugendgruppen. Viel Freude. Freude darüber, einander zu begegnen, miteinander etwas zu unternehmen, sich auszutauschen über das, was man erlebt hat, was mich beschäftigt. Wir Menschen sind nun mal soziale Wesen, sind aufeinander angewiesen, brauchen die Gemeinschaft zum Leben. So ist es zu verstehen, dass die Freude nach all dem, was ausfallen musste und der Zeit, in der es wenig echte Begegnungen gab,
dass diese Freude groß war und ist, seit wieder mehr möglich ist. Ich verkünde euch eine große Freude, heißt es im Weihnachtsevangelium. Nicht nur wir Menschen sehen uns nach Miteinander und Begegnung, auch Gott scheint es so zu gehen. Er ist sich nicht selbst genug, er will nicht fernab oben im Himmel sitzen, nein, Gott will uns nahe kommen. Genau das feiern wir Weihnachten. Gott kommt uns nahe, er wird einer von uns, also Begegnung auf Augenhöhe und nicht von oben herab. Und dabei rückt er uns nicht penetrant auf die Pelle, sodass wir gar nicht um ihn herum kämen, sondern er lässt uns die Freiheit, auf sein Angebot zum Miteinander und zur Begegnung einzugehen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und euch ein Weihnachtsfest mit großer Freude. Freude über all die Begegnungen, die Sie und ihr in der nächsten Zeit erleben und hoffentlich auch genießen könnt. Aber auch Freude darüber, dass Gott euch ganz persönlich nahe kommen will. Nehmen wir aus der Weihnachtsbotschaft diese Freude mit in jeden Tag des kommenden Jahres. Dazu segne euch der barmherzige und liebende Gott, der in Jesus Christus im Stall von Bethlehem selbst Mensch geworden ist. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir wünschen frohe Weihnachten.